Noch ist es nur ein Modell. Doch genau wie dieser Stein will Jonas Maria Ried selbst um einen ausgewachsenen Baum kreiseln. Geplant ist, dass ich wirklich einmal elegant lande, also nicht nochmal mich aufwickel. Aber natürlich ist es im kleinen Maßstab ganz anders. Ich bin jetzt kein Physiker. Wenn das Tempo jetzt so hoch wäre wie hier, da hätte ich wahrscheinlich eine Geschwindigkeit von 30 km/h oder so. Das wäre schwierig. Also vielleicht 10, denke ich, wäre machbar. Einen Tag später wagt Jonas Maria Ried sich zum ersten Mal in 10 Meter Höhe. Wenn das von der Wirkung so ist, wie ich es vor meinem inneren Auge hatte, dann werde ich das weiterverfolgen. Aber das könnte auch irgendwie wie ein blöder Stunt wirken, einfach. Es soll ein Videoclip entstehen. Performance-Künstler Jonas Maria Ried will Natur nicht nur betrachten, er will sie inszenieren. Das ist die kalte, graue Natur, die mich dann so das Spielerische gegenüberstelle. Dass die ganze Landschaft so was Bühnenhaftes bekommt. Ein waghalsiges Spiel. Das Baumklettern hat sich der 32-Jährige selbst beigebracht. Jetzt schaust du, dass möglichst nah am Stamm bleibst, Jonas. Gerade oben, wenn du Richtung von deinem Fixpunkt gehst. Hannes Schenk von der Bergwacht hat ein Auge auf den Kletterneuling. Ja, ist natürlich ist ein sportliches Unterfangen, dann auf zum Klettern. Also, da merkt man dann schon das. Also, Respekt. Ja, das ist schon mutig, wenn man selber noch nie gemacht hat sowas und er auch das erste Mal. Zieh mal mit, ja. Landwirt Joe Mösslang stellt für die Aktion seinen Wald zur Verfügung. Das ist interessant und faszinierend auch, weil ich habe sowas noch nie gesehen und darum bin ich mit dabei. Oben ist Jonas Maria Ried. Wie er wieder runterkommt, sehen wir später. Nee, sieht gut aus. Seine Aktionskunst ist auch durch seine Kindheit inspiriert. Hier als 5-Jähriger ist er auf einer Schaukel im Wald. Diese Wiederentdeckung der Kindheit, das steckt schon auch so ein bisschen drin. So mit 5, 6, da hatte ich so wahnsinnig intensive Träume vom Fliegen. Das Gefühl war so intensiv, dass ich dann wirklich auch wie so ein Wahn dann entwickelt habe, dass ich wollte unbedingt fliegen. Das Spiel ist einfach das Wesentliche in der Kunst. Also ich meine es schon ernst mit dem Spiel. Ein ernstes Spiel treibt er etwa mit der Natursehnsucht des Menschen am Niedersonthofener Wasserfall. Ich habe hier am Kopf des Wasserfalls so einen kleinen Staudamm gebaut mit einer Luke. Und da konnte ich den mit einem Seil öffnen von unten. Um erstmal dahin zu kommen, musste ich mich abseilen oben vom Hang. Das war schon ein Mordsaufwand, den man gar nicht sieht hinterher im Bild. Der Videoclip soll die Hybris des Menschen gegenüber der Natur zeigen. Genau, ich 6 Jahre in der Stadt, kam aufs Land und so habe ich mich dann auch inszeniert als der Städter, der die wilde Natur aufsucht und dann eben in der Überspitzung auch noch so mit der Leine diese Naturerfahrung auch erzwingt. Mit dieser Arbeit hat Jonas Maria Ried Aufmerksamkeit in der Kunstwelt erregt. Seine eigene Natursehnsucht ist es, warum er sich im Oberallgäu wohlfühlt. 2019 zieht er nach Weidnau, noch vor Ende des Studiums an der Stuttgarter Akademie. Davor absolviert er in Garmisch-Partenkirchen eine Ausbildung zum Holzbildhauer. Diese Art Alphorn hat Jonas Maria Ried aus einem alten Wasserrohr herausgearbeitet. Er hofft damit, den richtigen Ton zu treffen. Den Kuh-Ton. Genau, das ist ein Instrument, was ich so für Kühe entwickelt habe. Und damit ziehe ich von Stall zu Stall und dann schaue ich, wie die Kühe reagieren. Eine Interaktion mit dem Tier. Im besten Fall wirft es dann auch bei den Landwirten, bei den Betrachtern der Videos später die Frage nach der Mensch-Tier-Beziehung auf.
Seit 2021 bespielt er Ställe in der Umgebung. Diesmal den von Wolfgang Birk. Ich bin immer offen für verrückte Sachen. Darum darf er zu uns kommen. Eine verrückte Sache, mit der Ried unser Bild vom Landleben zwischen Romantik und Massentierhaltung hinterfragen will. In Zeiten, in denen Landwirtschaft von der Öffentlichkeit kritisch beäugt wird, braucht es da Vertrauen von Seiten der Bauern und Bäuerinnen, wie von Wolfgang und Barbara Birk. Wir können uns das auch noch nicht ganz so vorstellen, aber da sind wir jetzt mal gespannt drauf, was passiert. Das Publikum frisch von der Weide. Original Allgäuer Braunvieh. Der erste Ton, der muss auch sitzen. Das ist einfach dieser Überraschungsmoment noch mal da. Es war jetzt öfter auch so, dass dann einfach nur heiße Luft rauskam erstmal. Also das ist ja einfach eine gewisse Technik. Die Leitkuh irgendwie habe ich zu wenig im Blick gehabt. Ach so, das okay. Jetzt, ich habe es extra geschaut, ich habe bloß auf die Reihe geschaut und das war schon beeindruckend, weil beim ersten Ton, wo du am Anfang gemacht hast, hast du wirklich alle Köpfe hoch und rum. Gell? Das war wie auf Kommando. Ja. Irgendwas scheint da in den ich vorzugehen. Ja? Am Computer entstehen die kurzen Videoclips. Eine Ziege hatte ich auch noch nicht. Ja, genau. Erstmal einfach dieser Überraschungsmoment. Und wieder fressen. Aber sie hören zu. Talking to Cows. In unterschiedlichen Stellen. Dafür bekam Jonas Maria Ried den Kunstpreis des Bezirks Schwaben. Das war jetzt auch bis in eine Ausstellung, da ist es wirklich zu heißen Diskussionen gekommen. Wie viel Fleisch isst man? Irgendwie Bio, nicht Bio und so weiter. Und das ist eigentlich, das ist das, was ich will. Zurück beim Versuch, um einen Baum zu kreiseln. Die Länge des Seils muss stimmen. Ist es zu kurz, wickelt sich Jonas Maria Ried wieder um den Stamm. Und womöglich knallt er dann dagegen. Also alleine wäre ich hier überfordert, glaube ich. Ja, also, okay. Ja, es ist ein spannendes Arbeiten hier. Also es ist auf jeden Fall anders als zu Hause im Atelier. Dort am Modell war das Kreiseltempo sehr hoch. Und jetzt die Praxis. Gut geklappt. Also ich war viel länger in der Luft, als ich jetzt dachte. Technisch funktioniert es. Nun geht es an die Performance. Kunstversuche können scheitern. Aber was, wenn Kunst gar nicht stattfinden darf? Auch das hat Jonas Maria Ried wie so viele Künstler erlebt. Es war der erste Corona-Winter. So noch ein starker Lockdown mit Ausgangssperre. Und da habe ich dann die Idee gehabt, dieses Schneekino zu bauen. Mangels Ausstellungsmöglichkeiten macht er die Landschaft zur Präsentationsbühne für seine Arbeiten. Kaltes Kino, einfach für Spaziergänger, die vorbeikommen. Da war ich natürlich so der Beobachter aus dem Versteck. Da waren zum Beispiel auch jüngere Schüler, die haben sich wahnsinnig gefreut. Also so 16-, 17-Jährige, die kamen dann mit einem Kasten Bier. Haben sich da hingehockt, wirklich eine Stunde in der Eiseskälte. Also da war ich erstaunt. Es ist nicht allein die Landschaft, warum Jonas Maria Ried ins Allgäu kommt. Er folgt seiner Frau Regula. Beide haben sich in der Holzbildhauerschule kennengelernt. Sie ist Kunsttherapeutin geworden. Eigentlich. Ich war da auf Jobsuche nach einer größeren Stelle. Und ich koche sehr gern und bin auf Zen-Kloster Buchenberg. Hallo.
gekommen und auf der Website stand da, dass sie eine Zen-Köchin oder einen Zen-Koch suchen. Und das hat mich total angesprochen. Wir hatten keine Kohle, ich war noch Student, keine Arbeit, kein Kindergartenplatz, Schulden gemacht, damit wir uns ein Auto leisten können. Aber irgendwie hat sich das dann nach und nach gefügt hier. Inzwischen kann er von seiner Kunst den Lebensunterhalt bestreiten. Und es ist das Allgäu, das ihn auf Ideen bringt. Hier war es die Infotafel zu einer umgestürzten Riesentanne. Bei den Jahresringen sieht man dann immer jedes wichtige historische Datum eingetragen. Dann habe ich mich gewundert, der Zweite Weltkrieg wurde so komplett ausgeklammert. Und da musste ich eben an den Propagandafilm Ewiger Wald denken. In diesem Film heißt es dann eben, so ist der Wald zum Symbol des Heeres geworden. Man kann den einzelnen Baum fällen, aber nicht verrücken. Dem wollte ich dann so was entgegenstellen, indem ich dann auch diese Fichte da einfach so zum Tanzen gebracht habe. Der Ort Weidnau stiftet dafür den Baum aus dem Gemeindewald. Und eine Firma für Aufzüge baut ihm extra eine Art Riesenscharnier. Kurz vor Weihnachten habe ich das gedreht. Und dann dachte zum Beispiel ein Landwirt, dass ich da jetzt mein eigenes Weihnachtsfest feiere oder so mit einer drehenden Fichte. Und diese Offenheit, die will ich mir da auch bewahren. Deswegen gewichte ich das jetzt auch nicht so schwer. Ja. Letzte Vorbereitung für den Versuch der neuen Performance. Wichtig ist das Outfit. Ich habe natürlich auch diese Verbindung zu Caspar David Friedrich, der Wanderer. Auch soll damals als Städter gezeigt, wie er da in die Natur geht. Das ist alles jetzt ein bisschen klamm und nass. Aufnahme 1, Kreisel. Also an meiner Performance kann ich da, glaube ich, noch arbeiten. Vielleicht den Arm nicht ganz so weit rausgestreckt. Das Seil da hinten, das schaut so ein bisschen aus wie so ein Hexenbesen oder ein Schwanz. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich das verstecke oder dass man das nicht so sieht. Aber es ist ein super Bild. Also von der Wirkung auf jeden Fall schon mal was ganz... Also ganz anders, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Es ist viel mehr noch so eine, hat es noch so eine Traumebene. Also viel surrealer, als ich es eigentlich im Kopf hatte. Und damit kann ich wirklich arbeiten. Es werden also noch weitere Bäume folgen für Circling Trees, dem neuen Projekt von Jonas Maria Ried.